Da hat Axel wohl seinen Ton angelassen, was? Aber immerhin wusstet ihr ziemlich genau, wann es wieder weitergeht. Nämlich, für euch wahrscheinlich jetzt schon vor 40, 50 Sekunden, ne? Aber für mich waren es tatsächlich 30 Sekunden. Und danke für den guten Appetitwunsch. Ja, ich habe noch ein bisschen Stracciatella-Joghurt genossen. Sehr, sehr lecker. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Wir wollen ja keine Werbung für Joghurt machen. Machen wir mal ein andermal, wenn die uns bezahlen. Jetzt gehen wir zurück ins Spiel. Und ganz großes Dank an alle, die mir wieder helfen. Und die wissen, wie ratlos ich meistens bin bei Point and Clicks, weil eigentlich nicht aufheben, weitergehen. Eigentlich ist das ja dieses Format so konzipiert gewesen, dass Hauki und ich das zusammen machen und Hauke der Point and Click Pro ist und ich der Noob. Also es war eher so ein Noob and Pro Format, aus dem dann quasi eine reine Noob-Sendung plus Chat aber entstanden ist. Was ja irgendwie auch schön ist, oder? Ja, so okay. Number one Regel bei Point and Clicks, erstmal umsehen. Oh, da war das Auge kurz offen. Wo war das offen? Du hast kurz auf. Da! Das ist die Tür zu Trixies Wohnwagen. Hört sich an wie der Titel eines Country-Songs, Sam. Chat ist Chick. Genau. So. Hallo, Auge. Auge? Ja. Oh, ist das so ein Maulwurf-Hausspiel? Wack-a-Rat. Es ist ein herrliches Bratz-das-Vieh-Spiel. Lass spielen. Wo ist meine Hand? Ja! Das spielen wir jetzt einfach, bis Hauke wieder da ist. Ich bin auf jeden Fall großartig. Die Maus ist viel zu langsam. Immer die Maus Schuld geben. Okay, ich habe jetzt den Trick raus. Ich lasse die Maus immer in der Mitte. Von da komme ich irgendwie immer am schnellsten zu den einzelnen Hau-Locations. Ach komm. Maus? 27, das muss der Hauke natürlich erstmal schlagen, dann. Kann ich hier noch was spielen? Gewonnen. Nein. Was denn? Ist hier was Neues? Was habe ich denn gewonnen? Hatte ich schon. Den Pass hatte ich auch schon. Hier ist doch gar nichts Neues. Muss ich das vielleicht nehmen? Ach, das liegt da. Verstehe. Okay. Schön langsam. Das ist... Ist das eine Taschenlampe? Das ist ja cool. Ertragt jetzt, wenn ich das nochmal spiele. Vielleicht kriegen wir noch was Cooleres als eine Taschenlampe. Ich versuche auch mehr Ratten zu treffen. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. So, wo ist das Männchen? Gell? Clever. Ach komm. Ich hasse so Spiele, ich bin da immer viel zu langsam für. Wieso dauert das zwischendurch? Da kommt eine Zeit lang gar nichts und auf einmal sind alle Ratten da. Was ist das denn auch für ein... Ich brauche mehr Ratten, mehr Ratten, mehr Ratten, mehr Ratten. Ratten, oh nein, zu viele Ratten geht das. Scheiße. Dumme Ratten. Wieso sind da überhaupt so viele Ratten? Ach man. Ich will nicht mehr. 22. Vielleicht kriege ich einen Trostpreis. Kriege ich einen Trostpreis? Scheinen keine Preise mehr vorhanden zu sein. Ja, Gott sei Dank, immerhin liegt es nicht an mir, sondern daran, dass keine Preise mehr da sind. Kann ich da hingehen? Oh. Oh. Ich glaube nicht, dass ich die psychotischen Kräfte besitze, um die Glocke klingeln zu lassen. Lost and found? Um Himmels Willen. Nichts Persönliches, aber Sie sind die hässlichste Person, die wir je gesehen haben. Nun, es gab da diese Konferenz für Entwickler von Computerspielen. Haben Sie etwas verloren? Ich glaube nicht. Ich verlor meinen jugendlichen Enthusiasmus und mein knackiges, gutes Aussehen. Wenn ihr nichts verloren habt, dann verschwindet aus dem Fundbüro-Zelt.
Wie empfindsam. Hier steht, du musst mit dem Kegel da links fahren. Dafür musst du meines Wissens den Kerl dort ansprechen. Okay, welcher Kegel? Und es gibt doch nur einen, den ich ansprechen kann. Das wäre der da. Komm, wir schnacken nochmal mit dem, wäre eh notwendig. Max muss da draufhauen. Echt? Echt? Mit Max den Lukas verwenden. Okay, probieren wir mal. Ey, das sind so viele Funktionen. Nein, ihr sollt da nicht reingehen, wieder nicht mit dem Hessler und schnacken. Kommt da raus. Okay, nein, das meinte ich nicht. Das kommt hinweg. Habt ihr etwas verloren? Ich glaube nicht. Nein. Wenn ihr nicht kommt da raus. Habt, dann verschwindet aus dem Fundbüro. Genau, meine Rede. So, und jetzt machen wir mal Max. Handeln. Max. Lukas. Hey, Max. Was? Kannst du die Glocke klingeln lassen? Sicher. Das war's? Du bist mein Held, kleiner Freund. Das war's? Nochmal. Hey, Max. Was? Kannst du die Glocke klingeln lassen? Sicher. Du bist mein Held. Okay, das war recht unspektakulär. Weiter links gehen beim Wack-A-Rat. Habe ich damals auch nicht gerallt. Okay, gut, dann probieren wir das mal. Wenn ihr das schon nicht gerallt habt, ist es ja kein Wunder, dass ich das zu spät verstehe. So, Wack-A-Rat. Bisschen weiter links. Ah ja, okay. Oh, das ist ein hübscher Boy. Cone of Tragedy. Okay. Wo ist mein Mund? Hallo. Entschuldige uns, aber wir brauchen Hilfe. Und weil du so überhaupt nicht geistig ausgestattet zu sein scheinst, gehirnmäßig, kommen wir zu dir. Hä? Cool. Kenn ich nicht. Erstmal das. Ich und mein Partner würden gern mit dem Kegel der Tragödien fahren. Das ist richtig. Wir haben unseren Lebenswillen verloren. Ich weiß nicht recht. Ach zum Teufel. Ihr zwei seht aus wie sorgsame, friedliche Vierbeiner. Hängt euch selber auf und ich schmeiß den Kegel an. Hab ich mich schon? Alter! Wieso gibt's das nicht in echt? Ich würde da hingehen. Na gut, jetzt vielleicht nicht ganz. Aber da wäre ich jetzt wieder mit dabei. Nein, dann, ja. Cool. Ey, ich wette, Max hatte einen Riesenspaß. Siehste. Er hat Tattoo und raucht. Er ist so cool. Ja. Der erinnert mich, oh, ich habe gestern eine South Park-Folge geguckt. Wo diese, wie hießen die? Ach, ich fühle mich auf tragische Weise leer. Ich auch. So als ob ein wichtiger Bestandteil meines Innern aus mir herausgerissen wurde. Lass es uns gleich noch einmal tun. Vielleicht später, Kamerad. Na gut, vielleicht später. Nee, aber der Typ sieht doch aus wie diese PCA-Leute aus South Park, diese Political Correct irgendwas, die einfach mal so hochgepumpt sind und die am Ende Randy dazu kriegen, dass er mit denen die ganze Zeit säuft und ich spoiler die ganze Folge, ne? Sind ja 21 Minuten. Und am Ende Kyle was Uncooles antut. Aber was genau, das müsst ihr euch schon selber anschauen. Die ist ganz okay, die Folge. Aber nicht meine Lieblingsfolge. Das kann ich nicht aufheben. Nicht aufheben, aufmachen. Ich sollte mich vielleicht erst einmal um das Vorhängeschloss kümmern. Max. Max sollte sich um das Vorhängeschloss kümmern. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay, wir schauen mal, ob ich was Brutales habe. Hey, was ist mit meiner sorgsam gefüllten Kiste voll Zeugs passiert? Nein! Ist das euer Ernst? Hab ich die jetzt auf diesem Ding verloren? Auf diesem dämlichen, dummen Ding? Hey, Digga, was ist da los? Wirst du uns helfen? Kommt ganz drauf an. Was willst du? Meine Kiste! Wo ist denn all mein cooles Zeugs hin? Da
arbeitet, muss aus denen Mantel gefallen sein, während ihr Spaß gehabt habt. Hier ist ein Berechtigungsschein für das Pfundsachenzelt. Also muss ich wieder zu dem hässlichen Bengel gehen. Oh Gott, das ist noch ein Point and Click. Da fühlt man zumindest mal wirklich mit. Jetzt lauf doch bitte. Ja. Ja, los dahin. Hast du was verloren, Sophie? Ja, ich habe alles verloren. Vor allem, ich habe mein Geld verloren. Ich wette, das kriege ich auch nicht wieder von den... Hallo? Hat sich einfach hinter den Wagen gestellt und nichts getan. Auch ein cooler Typ. Nein, nein, nicht reingehen. Nicht reingehen. Nicht, dass ihr wieder mit dem redet. Ich will nicht mit ihm reden. Wir wollen nur unser Zeug wieder und wieder gehen. Okay? Ich komme immer noch nicht über ihre unglaubliche Groteskheit hinweg. Habt ihr etwas verloren? Ich habe einen ganzen Haufen gesammeltes Zeugs verloren. Habt ihr einen Berechtigungsschein? Sicher. Warte hier, während ich mal das Lager durchwühle. Nun, dies ist der ganze Kram, den wir heute beim Kegel der Tragödien fangen werden. Alles euch. Oh, vielleicht haben wir was Neues dazu gekriegt. Ich fühle mich wieder vollständig. Okay, dann überprüfen wir mal. Nein, nein, nein! Oh. Ich komme immer noch nicht über ihre unglaubliche Kann ich währenddessen hinweg. Meine Truhe untersuchen, Lene? Ich glaube nicht. Wenn ihr nichts verloren habt, dann verschwindet aus dem Fundbüro-Zelt. Okay, haben wir es jetzt geschafft? Okay, ich führe die mal nach da hinten hin, sodass wirklich nichts mehr schiefgehen kann. So, haben wir was Neues dazu gekriegt? Nee, ne? Oh doch? Ein Magnetfisch! Es ist ein starker Kühlschrankmagnet, auf dessen einer Seite Welt der Fische steht. Ich frage mich, wie das hier reingekommen ist. Wusste ich doch. Wir könnten jetzt in dieses SeaWorld-Ding fahren, was jetzt sich neu freigeschaltet hat. Aber wir müssen erstmal unsere investigative Sache hier beenden. Kann ich das hier auseinanderstöpseln? Wenn ich das so sehe, finde ich das sehr spannend. Nee. Kann ich das greifen? Da gibt es auch nichts zu greifen. Aber wieso macht es dann ein Fäustchen? Das kann ich nicht aufheben. Na toll, dann mach auch kein Fäustchen. Mich direkt wieder verarscht. Gut. Schauen wir mal, was wir mit dem Schloss machen könnten. Diese Musik passt ungefähr sowas von perfekt zu meinem Gemütszustand und zu meiner Ahnungslosigkeit. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ich will das doch gar nicht zusammen. Ach so. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay, ich hab verstanden. Ja, das Fundbüro. Da waren wir schon. Dankeschön. Ich habe schon so viele das Spiel spielen gesehen, aber bei dir ist es am lustigsten, Sophie. Liegt es an meiner wirklich absoluten Hilflosigkeit. Solange es dich erfreut, macht mich das glücklich. Das ist schön. War da jetzt was? Da ist doch auch nichts Sinnvolles, wenn ich da hingehe. Kann ich vielleicht diesen Präsidentenkopf oder was ich da habe? Ich habe doch diese komische Hand. Kann ich diese Hand dagegen hauen? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay. Okay, dann rede ich nochmal mit dem Typen hier hinten. Den wollte ich ja eigentlich noch befragen. Zu den verschwundenen Yetis und so. Wenn ich nicht wüsste, dass dieser Kerl hochgradig professionell wäre, hätte ich jetzt eine tierische Angst. Mhm. Jetzt. So. Sprechen. Wirst du uns helfen? Kommt ganz drauf an. Was willst du? Kommt aus dem Osten, gell? Was weißt du über Bruno den Yeti? Wer will denn das wissen? Wir sind die Freelance Police und wir sind in einem Rennen um Leben und Tod. Und wir sind barfuß. Alles, was ich über Bruno weiß, ist das, was die Cashmans mir erzählt haben. Nun, das war jetzt eine nutzlose Aussage. Aber vielleicht solltet ihr mal den Tunnel der Liebe versuchen. Ein Gerücht besagt, dass einer von Brunos Kumpeln da drinnen ist. Och, lass uns gehen, Sam. Ach, verschwinde. Tunnel der Liebe. Probieren wir gleich. Hast du eine Ahnung, was mit Trixie passiert? Nicht Osten, sagt ihr. Na gut. Trixie, das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Scranton? Nein, Trixie, der sprechende Pudel. Sie war mein bester Kunde. Sie konnte mit dem Kegel der Tragödien stundenlang fahren, ohne Unterlass. Ich liebte es, wenn ihr Hals vor- und zurückwippte, wenn ich den Kegel voll aufgedreht hatte.
Dein Sadismus beweist deine Professionalität. Nein, wir fahren nicht nochmal mit dem Kegel. Wir sagen tschüss. Was macht das Entchen? Geht ihr Typen alle zum gleichen Tätowierer, oder was? Um ehrlich zu sein, das sind keine Tattoos. Meine Haut ist so. Harter Boy. Na gut, tschüss, harter Boy. So, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe gerade ein richtig cooles Ding hier gerade gelesen. Und zwar steht hier... Ich habe es verloren, ihr schreibt alle zu schnell. Da steht es. Okay, du musst mit dem Liebestunnel fahren. Dabei musst du eine Taschenlampe haben, die ich aus der Glühbirne und meiner natürlich schon vorhandenen Taschenlampe zusammenbaue. Das probieren wir doch gleich aus. Wo habe ich jetzt mein Dings hingelegt? Hallo? Da ist das Dings. Diese Dinge kann... Nein, du sollst das hinlegen. Das ist ein Nein, du sollst es nehmen. Mann. Sie passt perfekt. Wow. Sieht aus so ein bisschen wie so ein Kristall aus Sonic the Hedgehog, falls ihr den ersten Teil kennt. Wenn man da in diese Special Levels rein konnte, wo man dann quasi wie auf einer Ebene so überall rumgerollt ist, bis man zu so einem coolen Emerald gekommen ist. Der sah so ähnlich aus, wenn man die Taschenlampe weglässt. So, dann habe ich die Taschenlampe schon mal gebaut. Vielen Dank für den Tipp. Und jetzt suchen wir dieses Ding, wo ich jetzt fahren muss. Dieses Liebesding. Und ich will noch in diesen Waggon rein, aber ich habe nichts, womit ich das aufkriege. Bestimmt habe ich wieder irgendwas übersehen. Vielleicht kann er mir helfen. Er sieht so aus, als könnte man mit ihm reden. Nicht? Oh ja. Hallo. Chaos Emeralds, genau, so hießen die. Voll cool, oder? Ich habe die sehr gerne gesammelt. Ich war auch sehr traurig, wenn ich am Ende nicht durch diesen großen Ring im Level springen konnte, um in diese Chaos Emerald Zone zu kommen. Wieso sprechen wir jetzt nicht mit dem, hast du den jetzt nur gegrüßt? Sam? Das war's schon. Hallo. Vielleicht können wir mit dem da reden, mit diesem dreibeinigen Bill Gates Boy. Wieso ist das Menü jetzt aufgegangen? Jetzt. Hi. Was? Wieso ist mein Mund immer weg? Hi. Ist ja fast so, als würde man mit Hannes reden, während er seine Kopfhörer aufhat. Hallo. Hier, zeig mir mal diesen Liebestunnel. Ich will da mal hin. Wo ist der Liebestunnel? Hey, Cashmans. Was wollt ihr? Hier ist kein Bildchen mit dem Liebestunnel. Nein, fragen wir den. Wer waren diese Kerle, in die wir vorhin beim Eingang gerannt sind? Welche Kerle? So ein kurzer Typ mit mächtig viel Haar. Der andere war so ein langer mit großen Händen. Oh, ihr müsst von dem Internet. Drei Beine, natürlich ist das alles. Dass ich da nicht gleich drauf gekommen. Bumpus? Wer ist Conroy Bumpus? Er ist ein Strolch. Verrückt. Und ein Country-Sänger, um es auf den Punkt zu bringen. Er wollte Bruno und Trixie von uns kaufen. Junge war der geladen, als er herausfand, dass wir die beiden nicht mehr hier haben. Ah ja, das war also Blondie. Über die habe ich eigentlich schon gefragt. Was soll ich denn da... Ich frage. Gibt es noch mehr, was ihr uns über den entflohenen Yeti berichten könnt? Nun, er ist unser Yeti. Er flüchtete. Er ist eine Geisel der Menschheit. Was müsst ihr denn sonst noch wissen? Er hat recht, Sam. Ich glaube nicht, dass mein Schädel auch nur ein Quäntchen mehr an Informationen aufnehmen kann. Mhm. Eingang links gehen. Beim Wackerat gibt's noch einen Gegenstand. Meinst du rechts? Links am Cone vorbei? Da wollen noch mehr Leute zum Liebestunnel. Ja, dann gehen wir jetzt alle zusammen zum Liebestunnel. Schön, zurück zur Yeti-Jagd. Ist wie so eine Abstimmung auf dem Festival, wenn man sich nicht entscheiden kann, zu welchem Konzert jetzt alle gehen sollen. Wir gehen jetzt zum Liebestunnel. Aber vorher spielen wir nochmal Wackerat. Weil irgendjemand hat gerade gesagt, da gibt's noch was zu holen. Und ich stelle mich diesmal, ich gebe mir auch ein bisschen mehr Mühe. Ich kann mit Touchpad halt viel besser spielen. Ich hab doch getroffen, was soll das? Ist doch so gemein. Ich hab doch da drauf Nein!
Ach! Nein! Stirb! Nein, nicht sterben, aber kaputt gehen. Ach man! Junge! Ich werde immer schlechter. Das liegt vielleicht daran, dass ich immer älter werde. Kommt jetzt zumindest was. Scheinen keine Preise mehr vorhanden zu sein. Okay, wir gehen zum Konus. Links am Konus vorbei. Als ob es da noch lang geht. Was? Okay. Können wir uns darauf einigen, dass das ziemlich fies war, weil die Ecke mit dem Konus schon sehr danach aussah, als wäre da Ende Gelände. Das sah definitiv so aus, als wäre hinter diesem liebenswerten Mann nichts mehr zu holen. Gut, fahren wir mit. Warte, muss ich jetzt schon meine Taschenlampe rausholen? Es ist eine kleine Taschenlampe mit einer Schwarzlichtbirne. Ja, die nehmen wir jetzt. So, und jetzt gehen wir dahin. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ja, dann geh da einfach hin. Geh da einfach hin. Benutze es. Kriegst du hin? Ja. Willst du mit mir in den Tunnel der Liebe? Yippie! Die Emotionalität von Sam ist wirklich atemberaubend. Schwarzlichtlampe. Schwarzlichtlampe. Jetzt habe ich den ersten verpasst. Da stand aber was. Das war bestimmt wichtig. Kann man da was drücken? Kann ich da was drücken? Kannst du da... Wieso gehst du aus? Von hier aus komme ich nicht dran. Das kann ich von hier aus nicht benutzen. Aber... Was sind das für Mongolen hier und Kuckucksklan, Leute? Weg! Los! Kille, kille, kille! Scheiße, wie lange. Max plus Schaltkasten. Okay, verstehe. Also fahren wir nochmal durch den Liebestunnel. Ey, jetzt mal ganz im Ernst, da schreibt gerade einer... Das hat Spaß gemacht. Ja. Igitt, ich glaube, ich habe eine Schwanenallergie. Herzlichen Glückwunsch, du darfst gleich nochmal rein. So, hier steht jemand, hat geschrieben, ja, Sophia, das ist Lukas Art Qualität, da muss man sowas auch mal ausprobieren. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist wirklich bisher das coolste Point-and-Click, was wir hier hatten, oder? Oder? Ich warte 20 Sekunden, bis ihr ja sagt. Aber bis dahin setze ich mich nochmal in den Schwan. Und, ja. Willst du noch eine Runde im Tunnel der Liebe drehen? Warum nicht? Macht ihr euch über mich lustig? Noch nicht, ne? Zweimal im Tunnel der Liebe fahren ist ja noch normal. Oh. Aber, Schwarzlicht. Corn Dogs. Kann ich jetzt noch was anderes nehmen? Ich kann nicht was anderes nehmen. Doch, ich kann... Nein! Das ist mein kleiner... Ja, raus, da! Nein, das ist noch nicht der Skin. Okay, der ist cool. Aber hier muss gleich Max sein. Guck mal, sieht so aus, als hätte ich einen Hasenkopf. Ich glaube nicht, dass das gut ist, wenn Max so eine große Axt hat. Das sollten wir irgendwie unterbinden. Max. Was? Ich frage mich, wo Bruno ist. Ich frage mich noch immer, wo ich bin, Sam. Ich frage mich, wo Trixie ist. Es schaudert mich bei dem Gedanken an die Demütigungen, die sie von diesem Vieh erleiden muss, diesem Bruno. Oh, ich habe auf die Uhr geguckt, auf die Werbungsuhr und habe... Regie, seid ihr stolz? Seid ein bisschen stolz, oder?
Voll gut. Wir haben auf jeden Fall noch 2 Minuten bis zur nächsten Werbung. Sehr gut. Dieser Conroy Bumpus macht mich richtig betroffen. Keine Sorge, Sam. Wir werden den Boden mit seinem billigen Toupet wischen. Nein, wir haben noch 2 Minuten. Ja. Raus hier. Bye-bye. Nun, das war's. Cool. Jetzt nehme ich mein Greiftool und versuche auch, mir irgendwas abzugreifen. Komm da runter, Max. Warum? Schau dir das mal an. Ich werde mich nie wieder rasieren. Das hast du noch nie getan. Oh, jetzt muss ich bestimmt wieder die Hand nehmen. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Mit der man Dinge nehmen kann. Das kann ich nicht aufheben. Warum nicht? Das ist doch ein Kopf. Nein, ernsthaft. Das kann ich nicht aufheben. Bist du beschenkt? Ich kann das nicht aufheben. Lies es von meinen Lippen. Ich kann es nicht aufheben. Spreading true love. Dieser Max. Spreading true love. Und dieser Sam. Vor allem dieser Sam. Hier steht überall, ich kann was machen, aber ich kann nichts machen. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Können wir Max mit irgendwas zusammen benutzen? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay, wir gehen. Wir gehen. Oh ja. Oh ja. Oh. Ist das der kleine Hässler aus dem Fundbüro? Nee, oder? Der sieht gar nicht so hässlich aus. Der sieht eher krank aus. Der Hebel. Leute, ihr könnt endlich der Hebel schreiben und es stimmt, dass es im Raum einen Hebel gibt. Kann ich den betätigen? Komm her. Okay. Das sollte ihn wieder in Gang gesetzt haben. Ah ja. Na gut, das hat nicht zu meinem Plan gehört, irgendwas zu reparieren. Aber... Oh, spiele ich jetzt noch weiter? Nee, wir machen jetzt eine schöne Werbepause. Jetzt sind wir ja in einem neuen Raum und den entdecken wir gleich alle zusammen. Ist das nicht schön? Wir alle und der kleine Hässlon auf dem grünen Sofa. Das wird traumhaft. Und bis dahin... hole ich mir einen Stracciatella-Joghurt. Und die Regie kann mir wieder guten Appetit wünschen. Tschüss.